Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 272 auf diesem Kanal. Und wir legen direkt stürmisch los mit diesem Überholer hier bei durchgezogener Linie. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Dass die sich hier tatsächlich nicht berührt haben, also da hat ja wirklich gar nichts gefehlt. Brian Muck ist hier auf der Auffahrt zur Bundesstraße B10 unterwegs und je öfters man sich das hier anschaut, desto gruseliger wird's. Hier könnte man ja noch denken, der Fahrer wäre einfach nur extrem unsicher. Der Einsender hatte dazu den Verdacht geäußert, dass er besoffen wäre und das kann, wenn man sich das so anschaut, doch durchaus gut sein. Und jetzt hält er hier zu Beginn des Beschleunigungsstreifens auch noch fast an. Und ich bin der Meinung, solche Fahrweisen sind eine der ganz seltenen Gründe, weswegen es doch durchaus Sinn machen könnte, die Polizei mal zu verständigen. Weil diese Fahrweise führt ja zu nichts Gutem, wer weiß, was er an der nächsten Situation dann anstellt. Wieder nicht verfällt hier, Herr Kollege. André ist hier mit knapp 210 km/h unterwegs. Der BMW-Fahrer in dieser Szene hier fährt ein bisschen langsamer, aber die Szene läuft aufs Gleiche hinaus. An dieser Stelle hier sind 40 km/h erlaubt und es ist Überholverbot für PKW. Der Vordermann überholt den Radfahrer oder die Radfahrerin jetzt an der ersten Gelegenheit und die Dashcam guckt zum Glück in den Rückspiegel, weil da hat sie jemand ziemlich eilig. Aber an dieser Stelle muss ich dann doch noch was anfügen. Dieser Überholabstand hier ist aber auch nicht so ganz in Ordnung. Hier wird jetzt die Ampel grün und jetzt achtet mal auf die Gegenfahrbahn neben dem LKW. Ich würde mal sagen, da geht es jemandem nicht schnell genug. Das Gegenteil von nicht schnell genug werden wir jetzt gleich in der folgenden Szene sehen. Aber die Szene hier, die zeigt noch eine andere Sache sehr schön. Sicherheitsabstände sind auch in Momenten von Spurwechseln extrem wichtig. Alter. Denn viel gefehlt hat hier nicht mehr. Achtet hier mal auf den Vordermann und die Ampel da vorne ist schon die ganze Zeit rot. Die ganze Zeit rot ist dabei übrigens ein super Stichwort für das, was jetzt kommt. Jetzt geht das noch nicht an. Wie geil ist das denn? Aber es hat nicht geblitzt, da hat er richtig Glück gehabt. Naja. Weiter? Ja. Wie geil ist das denn? Jetzt auf Dashcam. Wen du da schicken musst. Wen? Sascha, vernünftig. Der Einsender dachte sich daraufhin wohl. Oder halt zu DDG. Ey, der hat nur eine mündliche Verwarnung gekriegt. Alter! Ey, die haben keinen Bock zu schreiben. Alter, hat der ein Schwein. Ey, so viel Glück hätte ich auch gern. Hat der ein Schwein, Alter. Fährt über Rot, der rote Blitzer löst nicht aus, die Polizei hält ihn an. Die mündliche Verwarnung. Das ist doch... Alter! Und jetzt mal Hand aufs Herz und an alle unter euch, die nicht unbedingt in der Stadt wohnen. Wusstet ihr, dass einem eine Straßenbahn auf der eigenen Spur entgegenkommen kann? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt in dieser Einsendung zum ersten Mal so gesehen. Hier rechts, wo der Jens jetzt reinfährt, ist ein verkehrsberuhigter Bereich, aber da halten sich nicht alle dran. Der Rote, der jetzt hier durchfährt, drückt jetzt hier nach dem Durchfahren ordentlich aufs Gas. Guckt mal, wie er jetzt hier am Beschleunigen ist. Die Fußgänger drehen sich auch alle um. Ey, muss das denn sein? Dragonfighter ist in dieser Szene mit dem Fahrrad unterwegs und wird jetzt mit viel zu wenig Abstand überholt. Und der Caddy-Fahrer reagiert jetzt hier auf das Hupen und hält an und hat wohl scheinbar Redebedarf.
Und das ist meiner Meinung nach so ein Verhalten, was halt wirklich gar nicht geht. Ein kurzer Randfakt, sofern diese Presslufthupen am Fahrrad montiert sind, ist das aber auch nicht zulässig, soweit ich weiß. Und der Fahrer vom Caddy lässt sich durch dieses Hupen auch immer weiter triggern. Und das wird auch gleich nochmal der Fall sein. Was soll der Scheiß? Meiner Meinung nach geht das Verhalten vom Caddy gar nicht. Er versucht jetzt hier auch noch so einen Brake-Check. Aber ich als Radfahrer muss auch sagen, ich würde versuchen, hier echt die Füße stillzuhalten, weil wenn er beim ersten Hupen schon so reagiert, wird er doch außer Stress und fehlender Einsicht eh nichts Produktives bei rumkommen. Wie wir hier links und rechts auf den Schildern sehen, linke Spur auf 2,1 Meter begrenzt und linke Spur und die Spur, wo die Dashcam fahren, führen aber zur gleichen Autobahn. Die Beschriftung hier auf der Straße sagt natürlich was anderes und die Schilder, die oben hängen, auch. Und ich glaube, der LKW-Fahrer und der Busfahrer haben sich davon etwas verwirren lassen oder haben nicht richtig aufs Schild geguckt. Die halten auf jeden Fall hier stumpf daran fest, auf ihrer schönen linken 2,1 Meter Spur zu bleiben. Vielleicht hätte man die Beschriftung etwas idealer gestalten können. Wobei das jetzt am Ende platzmäßig glücklicherweise trotzdem kein Problem gewesen ist. Wir hatten heute noch gar nicht so viele rote Ampeln, oder? Der Kia hier mit dem Anhänger beim Einsender T34 hat ziemlich eilig. Und jetzt spitzt mal gleich die Ohren. Er wird jetzt da vorne gleich auf die linke Spur wechseln und er muss bremsen und dabei blockieren sogar die Reifen seines Anhängers. Hier achten wir mal auf den dunklen Opel Insignia. Die ganze Zeit fährt er langsam und als er jetzt hier sieht, dass der Reißverschluss kommt, muss er sofort die Lücke zufahren. Der Abschlepper dengelt hier erstmal schön den BMW gegen dieses Schild hier, aber das hätte die Person am Steuer des BMW vielleicht besser mal gelesen. Das Auto stand hier längere Zeit ohne zu laden, was natürlich blöd war, weil unser Einsender dann selber nicht mehr aufladen konnte, aber wohl laden musste. Sowas habe ich selbst aber tatsächlich auch schon beobachtet und da frage ich mich immer, haben die Leute vorher mit ihrem normalen Auto auch an der Zapfsäule geparkt? Doch bestimmt nicht. Die Dashcam lässt hier Platz, um den LKW rangieren zu lassen und der Insignia-Fahrer hat, glaube ich, die ganze Zeit die Dashcam hier stehen sehen. Aber genau darum immer erhöhte Vorsicht auf Parkplätzen. Schauen wir mal, was man in einer Szene alles falsch machen kann. Gut, rechts am Auto vorbei dürfte man noch. Dann bei Rot auf den Fußweg wechseln nicht. Und, oh, was ist denn das da für ein schönes Schild? Kulani ist hier auf dem Weg in die Werkstatt, weil sie einen Unfall hatte. Oh, und das hätte dann auch schon fast der nächste sein können. Beim Thomas hier in Horsten hat es ordentlich geregnet. Er sagte gut 70 Liter innerhalb von 2 Stunden. Das kommt mir aber bekannt vor. Wenn es in meiner Heimat mal kurzfristig so viel regnet, dann säuft auch immer alles ab. Und übrigens oben links packe ich euch einen Button hin. Da könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt.
Rechts verlinke ich euch ein Video, was YouTube euch vorschlägt. Dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Kommentiert gerne, gebt einen Daumen nach oben oder was auch immer. Und bis zur nächsten Folge.